Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge from the ATS. Yes, ehrlich richtig gesagt. Direkt drei Kreuz ins Kalender. Ich freue mich schon, wenn die 1,47 rauskommt. Vielleicht kommt auch nochmal ein Bugfix für die 1,46, ne? So eine Sub-Version. Also ich spiele jetzt gerade mit der 1.46.2. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch schon in der 1.46.3 gefixt. Aber ich persönlich mache die Updates immer gerne erst zu der nächsten Vollversion. Das ist ja das Schöne, wenn ich die Retail-Version benutze und nicht die Steam-Version, dass ich da updaten kann, wann ich will und mehrere Versionen gleichzeitig parallel installiert haben kann. Was ich ja actually auch habe. Ne, also ich hab ordnerstrukturmäßig habe ich das quasi so. Ich habe quasi auf meiner HDD, also auf meinen Files, auf meiner Files Partition und damit auch Festplatte. Also klassische HDD. Was ist das für ein Lied? Habe ich alle Versionen drauf. Auf meiner SSD, auf meiner System-SSD, habe ich quasi die aktuellste Version immer. Das heißt, immer wenn eine neue Version rauskommt, verschiebe ich die alte Version von der SSD auf die HDD. Und lege halt dann die neue Version auf die SSD an. Und die Ordner heißen halt immer ATS oder American Truck Simulator 1.46 zum Beispiel. Oder Euro Truck Simulator 2.1.46. Und von dem Ordner, der auf der SSD ist, der dann halt 1.46 zum Beispiel heißt, erstelle ich dann einen Simlink, der nur noch American Truck Simulator heißt. Ohne Versionsbezeichnung. Ja, und mit diesem Simlink, mit dem spiele ich dann quasi immer. Das heißt, wenn ich meine Kommandos in die Konsole eingebe oder irgendwelche, weiß ich, spätestens über Skripte mache oder wie ich dann Geier war's, dann laufen die generell über den Simlink. Und mit der Version, die ich dann in dem Moment spiele, erstelle ich dann wie gesagt einfach diesen Simlink und kann dementsprechend aktualisieren, ohne dass meine ganzen Skripte umbauen muss. Kann aber gleichzeitig mehrere Versionen parallel installiert haben. Und das ist halt schon sick. Das geht mit Steam nicht. Mit Steam geht ja nicht mal sowas, dass ich, ne, ich spiele hier aktuell mit meiner Let's Play Umgebung und privat spiele ich halt mit meiner privaten Umgebung. Dann habe ich auch noch eine komplett getrennte Umgebung, wenn ich das Spiel ich sag jetzt mal, der da hinten. Also mit niedriger Grafik auf, mit niedriger Grafikeinstellung, so dass das Spiel super low-bob-mäßig aussieht. Da habe ich ab und zu mal Bock drauf. Wie spielt sich das Spiel mit niedrigen Grafikeinstellung? Hat nämlich auch so einen gewissen Flair. Und diese verschiedenen Optionen. Die kannst du halt in Steam nicht realisieren. Da müsstest du jedes Mal irgendwas super komplexes mit dem Home-Ordner machen. Also man kann es auch machen, keine Frage. Zum Beispiel könnte man es so machen, dass das eigentliche User-Verzeichnis nicht, ne, also in dem Ordner, in dem Dokumentenordner hat man ja dieses American Truck Simulator und Euro Truck Simulator 2 Verzeichnis, wo die Benutzerdaten drin stehen. Wieso blicke ich eigentlich noch die ganze Zeit? Und da kann man es natürlich so machen, dass man dann einen Ordner heißt, hat, der heißt ATS Let's Play, einer der heißt ATS Normal und einer der heißt ATS Lowbob Grafik. Und dann erstellt man sich halt ein Skript, was dann heißt Spiele Let's Play oder Spiele Normal oder Spiele Lowbob Grafik.
Und dieses Skript macht dann nichts anderes, als den entsprechenden Ordner umzubenennen, sodass er nur noch ATS heißt. Dann die Steam-Version zu starten. Und wenn dann das Steam-Spiel irgendwann beendet ist, dann den Ordner wieder zurück zu benennen zu, was es halt davor war. Also das Skript fürs Let's Play. Nennt ihr den Ordner also wieder in ATS Let's Play um. So könntest du natürlich auch mehrere Umgebungen machen, indem du dann halt den Ordner, also die Ordner immer wieder umbenennst, über Skript wahrscheinlich. Aber so übers Home-Verzeichnis, wie ich das halt mache, dass ich quasi das Home-Verzeichnis einfach umbiege, über Environment-Variable, das kriegst du halt über die Steam-Version halt überhaupt nicht hin. Und das ist halt ein so cleaner Weg. Das ist quasi so way to go, aber mit der Steam-Version halt nicht möglich. Und das ist halt auch der Grund, der Hauptgrund, weswegen ich überhaupt diese Retail-Version spiele. Leider habe ich noch keine Retail-Version für Linux gefunden. Ich habe auch schon probiert, dass ich einfach die Executables aus der Steam-Version kopiere in die Retail-Version in die Windows Retail-Version. Allerdings verlangen natürlich die Executables aus der Steam-Version, dass Steam mit dabei ist. Naja, und damit funktioniert es dann irgendwie nicht. Logischerweise. Ich habe auch schon versucht, irgendwie selber eine kleine Mini-Steam-Version zu basteln, womit das Spiel einfach mal glücklich ist, aber habe ich noch nichts zum Laufen bekommen. So, speichern, pennen gehen. Okay. Das ist Stop Step, wie wir ihn lieben, meine Damen und Herren. So, ist wieder sonnig, kann ich das Licht abschalten hier? Blinke schon wieder wie so ein Bekloppter. Ich hab Schmerzen. Krass, ne? Wie wir die letzten, also mit der Folge jetzt so 15 Folgen, nur in Texas unterwegs waren. Trotzdem halt bei weitem noch nicht alles gesehen haben. Das ist halt krank. Dieses DLC ist halt so groß. Das ist schon sick, wenn wir nur 50 waren. Und 40. Holy moly. Natürlich rot. Natürlich ist die Ampel rot. Mal gucken, nur fahrt doch mal. Fahr, Nomi. Bleib grün. Ich schwöre, ich klatsche dich weg, wenn du jetzt rot machst. Aber schaff mal locker. Okay? Easy. Nein, der Rote gewinnt. Wieso? Nein. Bleiben Sie stehen. Ja. Wieso schneller?
Nein. Du Lusche, du. Aber man merkt schon, bergauf ist halt immer noch eine Killer. Da brechen wir halt komplett zusammen. Aber ist auch klar, bei, weiß ich, wir haben 50 Tonnen oder so, ne? Ja, 45 Tonnen. Ja, das ist halt schon. Ich meine, allein der Auflieger wiegt wahrscheinlich so, also LKW plus Auflieger wiegt wahrscheinlich auch nochmal locker 20 Tonnen. Obwohl, so viel vielleicht nicht. Gute Frage. Vielleicht sollten wir doch mal bei der Wiegestation vorbeifahren. Weil wir wissen jetzt, wie viel Fracht wir so geladen haben. Ne? Und dann können wir mal gucken, wie viel er misst. Die Differenz ist dann unser Eingewicht. Jetzt sind wir natürlich gerade an einer vorbeigefahren. Hauptsache, wir kriegen auf gerader Strecke schöne Geschwindigkeit. Das schaffen wir. Ich meine, klar wäre natürlich geil, wenn wir hier in Amiland auch noch stärkere LKWs haben könnten. Also ich sage jetzt mal, wie gesagt, in ETS, die Volvos mit ihren 750 PS. Das ist hier halt ein Witz. Wir haben hier gerade bei 625 PS. Also mehr als 100 PS weniger. Dafür können wir aber in ETS-LKWs gar nicht ausfahren. Weil da wäre halt bei 60 mph schon Schluss. Ja? Bei den meisten Strecken sogar schon wesentlich weniger. Das bei den meisten ist das schon bei 50 mph Schluss. Also 90 km/h. Gibt es überhaupt eine Straße, die 100 km/h kann? Nee, ne? Ach, ich will Kindergeburtstag, Leute. Oh, Entschuldigung. Aufgrund des Kindergeburtstags habe ich gerade das Fahrzeug hinter uns gar nicht gesehen. Hier habe ich gerade freundlich abgedrängt, so wie den jetzt hier gerade. Alle weg hier! Was mache ich hier gerade? Bin gerade voll aggressiv. Aber ganz ehrlich, wenn immer wieder zwei so LKWs die ganze Straße blockieren, mit 10 km/h zu wenig, dann kannst du auch nur aggressiv werden. Was machen die da? Guck mal, der linke LKW fährt kein bisschen schneller als der rechte. Warum bleibt er also nicht einfach hinter ihm? Also, das Auto fährt das noch langsamer. Leute, wisst ihr was? Hier leckt mich. Guck mal, hier ist noch eine dritte Spur. So, jetzt muss ich nämlich erstmal wieder hier Fahrt aufnehmen. Ah, so kacke. Aber diese ganze Bremse hier. Das Lied. Ist das so überholt, Mann? Was zur Hölle? Aua, 9% Schaden. Ach so. Wieso können die Reifen so schnell schaden? Wir hatten doch gerade eben erst 10% gehabt.
Also haben wir, zum Glück nur 1% bekommen. Und den LKW gerade haben wir schon weggedrückt. Hast du schon richtig gesehen, wie der LKW und unser Auflieger jeweils so schön zur Seite gebogen sind? Also, sich geneigt haben. Ach, wir sind schon fast da. Ah, lol. Na gut, dann können wir ja, dann können wir ja hier schön, so, jetzt wieder nicht den Fehler machen, hier wieder. Achso, nee, doch, jetzt müssen wir sogar hier wenden. Genau, jetzt müssen wir jetzt sogar wenden und dann können wir nämlich hier da. Ja, okay, siehst du, also jetzt können wir sogar. Also können wir nicht, weil die Autos stehen, aber. Einfach auf dem Rasen fahren. Quatsch. Würde sowieso wegen dem Ding hier sowieso nur in der Katastrophe enden. Ja, jetzt fahrt aber mal hier, Leute. Guck mal, hier ist sogar so ein Schild mit nur Wänden. Wie gesagt, ich weiß ja mittlerweile, dass das hier nur Wänden ist, aber im Eifer des Gefechts denkt man denn manchmal an sowas halt einfach nicht. Jetzt siehst du denn, oder du merkst ja dann immer erst, wenn du unter der Brücke bist und merkst, dass die Spur immer noch nur nach links geht. Aber dann ist halt schon zu spät, weil, naja, dann bist du schon drauf. Warum ist da ein Zaun? Mach mal auf hier. So schön mit 300 Sachen und die bremsen mich ja aus, Alter. Trucks Delivery. Hier werden Trucks, LKWs delivered. Wie soll man denn hier einparken, Alter? Ja, das ist ein bisschen das Blöde an einem Spiel. Ne, im echten wäre es egal, ob du jetzt wirklich so stehst oder 5 Meter weiter links oder so. Genauso wie halt auch beim Einparken, wenn du Pause machen möchtest. Ne? Und hier in dem Spiel musst du halt wirklich immer diese Slots treffen. Und wenn du das halt nicht perfekt schaffst, was teilweise halt Schuld des Spiels ganz klar ist, dann bist du halt angearscht. Ach ja, ich meine, jetzt ging zum Glück einigermaßen glimpflich. Aber eben, das Ding hätten sie echt entweder auf die andere Seite machen können, dass man da hinten so rum reingefahren wäre. Ich weiß nicht, ob man da lang kommt, weiß ich gerade nicht mehr. Oder, also wie gesagt, entweder hier hin machen können, ne, so rumfahren, oder zumindest hier hin. Dann hätte man direkt, ne? Naja. Und nächstes Level, endlich. Wird da mal Zeit hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Warum so wenig XP? So, achso, siehst du, was sind unsere Werte? Wir müssen, glaube ich, tanken und pennen gehen müssen wir nicht. Genau, aber tanken müssen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir können endlich auf dem Weg zur nächsten Mission hier tanken. Okay. Da gucken wir mal nach einer neuen Mission. So, das wäre dann von hier. Einmal kurz. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Eigentlich müssen wir jetzt hier runterfahren, damit wir hier die Zwischenschicht mal ein bisschen abarbeiten wollen, ne? Weil hier sind jetzt noch ein paar Straßen, die nicht sind. Das heißt, wir müssen jetzt eine Mission finden, wo von da oben nach hier unten irgendwo. Okay. Das klingt doch machbar. Sowas sollte es doch geben. Fast. Wollen wir sie verarschen? Ah,
Genau sowas, habe ich mir gedacht. Das ist doch quasi genau perfekt. Oh. Das ist doch genau perfekt. So, das war das hier. Obwohl, andererseits nur noch eine Folge, ne? Weißt du was? Ich glaube, wir fahren einfach hier die eine Mission noch. Die war hier vorne irgendwo. Achso. Jetzt kriege ich einfach alles an. Wo ist denn Texas? Da. Nee. 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 Genau die. Die nehmen wir jetzt einfach. Und dann gucken wir, was wir denn der restliche Zeit noch machen. Ob wir ein bisschen rumfahren oder einfach wieder nach Hause fahren. Wahrscheinlich nach Hause fahren, dabei so nach Hause fahren. Hä? Siehst du, was ist das überhaupt? Das. Ah, siehst du, fahren wir genau an der Tanke vorbei. Passt ja. Krass korrekte Scheiße. Let's go! Alles frei, sehr gut. Ist auch gleich eine Werkstatt, ja, ne? Ja, okay, können wir auch gleich zur Werkstatt fahren. Endlich mal unsere LKW ein bisschen reparieren. Der fällt ja schon fast auseinander. Also zuerst die Reifen. Das dürfte den ganz gut tun. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was will der Bus da machen? Will er jetzt nach links? Ja. Denn wir wollen nämlich auch nach links. Hallo, fahr! So, willst du was? Nix da. Aber jetzt soll noch der Blaue hier. Er ist klatscht gleich. Oh no, Straße mit uns. Guck, wozu du mich gebracht hast, du Wichser. Guck, wozu du mich gebracht hast, du Wichser. Oder Wichserin? Das sind zwei Wichserinnen. Zwei Zwillingswichserinnen. Fahr Nomi. Wisst ihr, wer erstmal rückwärts fährt jedes Mal? Das ist so dumm mit diesen NPCs. So. Diese Asis. So, freie Fahrt für mich jetzt hier mal. Warum liegt denn Achso, das? Ich dachte gerade, warum liegt der nach rechts, wenn er gar nicht mehr ist, aber da ist noch so ein Sandweg. So, ab auf die Autobahn, damit wir gleich danach wieder runter können. Yay! Ah, ich hab einen größeren Aufleger als du, Bitch. Schon wieder dieser Blaue. Spring ihn um. Jetzt können wir aber nicht wenden, ne? Achtung, jetzt nicht wenden, Ronny. Bitte bleiben Sie geradeaus. Jetzt fahr doch mal. Du, die Ampel ist rot, genauso wie du, also darfst du fahren. Ist doch logisch. Diese Leute, die mal keine Ahnung von der Physik haben. Selbst deine Lichter sind rot. War noch orange, habe ich genau gesehen.
Ja, wenn der nicht hier voll über seiner Spur stehen würde. Soll ich mal ganz sachte wegbumpfen? Platz machen, bis jetzt anfangen rückwärts zu fahren, richtig? Ja! Oh, Alter, wie ich dieses Spiel ausgeplayt habe. Geil! Das gefreut mir aber. Wisst ihr, so kann man Nachteile auch zu seinem Vorteil machen. Man muss nur wissen, wie die NPCs ticken, da auch rechtzeitig dran denken und schon kannst du alles zu deinem Vorteil benutzen. Sehr geil. Nee, ich glaube, ich fahre die nächste Einfahrt rein. Hier. Hier ist perfekt. So, einmal tanken, einmal reparieren. Passt doch. Pennen müssen wir noch nicht. Mit dem NPC gerade war schon cool, gell? Ah, schön. Einfach mal das Spiel mit seinen eigenen Waffen outplayen. So muss sein. So, jetzt hier ist schon eine große Kurve rum. Oder kann man da langfahren? Nee, kann man nicht. Hä? Moment, mal stehen bleiben. Das heißt, ich muss von da vorne ran. Gut, dann wenden wir hier erstmal. Beziehungsweise, nee, wir machen hier einen großen Bogen um Deko, um das Häuschen zu rum. Was? Also einmal so hier. So dürften wir an die Werkstatt wesentlich besser rankommen können. Ja, guck doch mal, wie cool. Alter, like a king. Geil. So, nein, ich muss auch schon wieder. Komm, Wartung. Wir warten schon viel zu lange. 200 Euro gerade mal. Dollar. Es geht voll. Ich weiß zwar wie gesagt nicht, wie sie darauf kommen. Es macht gar keinen Sinn. Aber egal. Let's go. So, wo kommen wir jetzt am dummsten raus? Hier ist frei, okay. Also fahren wir einfach mal hier raus. Schön locker, flockig, Straße ist frei. Sehr geil. Läuft doch wie geschmiert hier, Alter. Wow. Und war ja schon fast wieder zu perfekt hier. So, 60 dürfen wir. Der fährt hier allerdings gerade mal 3 oder so. So, da vorne ist schon unser Ziel, also da, wo wir die Ladung erstmal abholen. Da kommt noch ein Stück, ja. Frachtmarkt. Annehmen. So, da. Okay. Das sieht gut aus. Wir sollten nichts mitnehmen. Ah, das Tor wird noch ganz schön gefährlich, aber schaffen wir auch dran vorbei. Ja, locker. Cool. So, hier bloß noch ein Fädel. Dann haben wir es doch geschafft. Aber doch nicht. Na, ist zu eng, glaube ich. Das wird nichts. Das wird nie im Leben was.
Ne. Ne, du. Das funktioniert nicht. Der Ding ist schon wieder zu weit links. Da kriegen wir doch den letzten Hänger nie im Leben gerade gezogen. Das ist doch kacke, Alter. Kommst du hier auch nicht mehr raus, ne? Ah, Auflieger-Schaden, ne? War klar. So. Oh, Mann, jetzt habe ich... Nope. Das war einmal komplett für die Katz. Mal schauen, wo er gespeichert hat. Gut, mit der Frachtung machen wir erstmal in der nächsten Folge. Das kann sich ja hier noch um Stunden handeln. Eieiei. Ah, nee. Ist schon zu weit drin. Seid ihr schon zu weit drin? Ich meine, gut, wir können es nächste Folge trotzdem probieren. Mal gucken. Ich muss einfach nur ein bisschen weiter nach links ausschwenken, ohne da den Pfosten mitzunehmen. Weil das wird nämlich das Problem. Weil viel weiter nach links kann ich ja nicht, weil da dieser Holzpfosten da drin ist. Aber gucken wir mal. Bis zur nächsten Folge zum Einrangier- oder Einparksimulator.